Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter mit ein paar Offroad-Rennen, die so für uns da jetzt ein bisschen cool übrigens waren. Das eine Rennen, was ich jetzt anvisiert habe, bringt uns knapp $39.000 und die hätte ich gerne, weil wir wollen ja natürlich noch ein bisschen Autos kaufen und vor allen Dingen tunen. Und zwar den Autonom hier, weil, ja, brauch halt. So, hier vorne ist noch so ein Painting. Das nehme ich eben kurz mit. Ich muss gerade mal gucken, wo haben wir es, wo haben wir es? Das müsste hier auch immer sein. Und zwar hier an der Seite. Perfekt, da ist es. Geh mal mit. Ah, ja, wir haben doch am besten voll vor mir stehen, mein Freund. Hier ist der Hafendrifter und dann nehme ich das richtige Rennen, was ich suche. Und zwar heißt das ganze Ding Pionier. Wir sollten erster werden, um die volle Kohle zu kriegen. Das versuchen wir natürlich. Diesmal ist die gute Nelly nicht wieder am Start. Ich habe jetzt keine Absicht, dass ich den weggerannt habe, ich bin nämlich schon in die Kurve reingefahren. Ah, dadurch, dass das ja kein auch. Ist das jetzt ernsthaft kein. Aber Gott, das ist ein Mix raus, ne? Ein bisschen Abstand mal gewinnen auf die anderen Jungs da hinter mir. So, dann gehen wir jetzt in Runde 2. So, der Abstand wird natürlich ein bisschen was größer, das ist das Gute. Ich glaube, da brauchen wir unsere Julia als Drifter um. Wenn das auch geht. Oder zweiter, wenn wir uns auch ein anderes Auto holen. Ich bin weit rausgekommen. Thank you.
Und das sind 38.000, die ich geschenkt bekommen jetzt mal eben. Ich dachte, die kriegst du alle, aber bis zum Evo habe ich sie gekriegt, bis zum 5. habe ich sie gewonnen. Trotzdem war es ein haushoch überlegener Sieg, der uns 38.000 Dollar bringt. Immerhin. Geld ist Geld, ne? Ich lasse, obwohl eigentlich hier einige Fahrzeuge im Steller, also getunt werden sollten, sind. Oder besser getunt sind als unsere, als der hier. So, ich guck mal gerade, hier gibt es 19. Hier gibt es 25. Dann nehmen wir das mit. Ich fahre sie eh alle beide. So, die Tankstelle holen wir uns noch, dann hätten wir sogar fast alle. So, dann fahren wir heute noch das Ding hier. Ach komm, wir sind schon mal hier auf dem Weg. Nehmen wir sie halt erstmal. Nehmen wir das Ding heute. Egal. In der nächsten Folge. Wir verdienen es eh. Ich denke, nächste Folge machen wir nochmal Offroad. Zwei Rennen und dann fahren wir danach mal wieder in der Nacht, damit wir ein bisschen leveln können. Weil Level 350 wollen wir ja auch mal erreichen, ne? So, mal gucken, wie weit wir heute kommen. So, jetzt führen wir wieder. Auch hier sind es drei Runden übrigens. Ich würde, dass der noch nicht so weggefallen ist, dass hier immer noch dran und sind an uns alle. Ach, guck mal, der liegt auch wieder mit am Start. Sehe ich gerade.
So, geschafft. Aufgabe erfüllt. So, dann haben wir das auch erledigt und in der nächsten Folge machen wir wieder weiter mit noch zwei Off-Road-Rennen und dann geht's wieder in die Nacht. Wir sehen uns dann wieder morgen um 14 Uhr, wenn ihr Bock habt. Bis dahin und tschüss.